Damen und Herren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wesentliche Sachen zum Sachverhalt und zum Stand der Dinge hat der Kollege Kuhn schon berichtet. Ich will daher nur einige Sachen ergänzen. Der jetzige Stand der Debatte ist der, dass erstens großes Bestreben darin steht, das Standesamt da zu erhalten, wo es jetzt steht. Das finde ich richtig. Von daher ist der Antrag der FDP eher überflüssig. Und zweitens, die Kosten für die Grundsanierung und die ersten Kosten, die genannt worden sind, sind weitgehend deckungsgleich. Das heißt, die Idee, dass man Sanierungskosten eines solchen Bauwerkes auch bei einer relativ kurzen Begehung und in Augenscheinnahme in einem gewissen Spielräumen schätzen kann, ist richtig. Die 5,4 Millionen Euro sind nicht zustande gekommen durch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen, sondern wurde gesagt, durch baurechtliche Änderungen, durch nutzerspezifische Wünsche und durch Baunebenkosten wie Untersuchung, Bodenuntersuchung und vieles andere mehr. Das sind Dinge, die in der Tat erst bei einer näheren Untersuchung herauskommen. Und der Stand der Dinge ist jetzt auch der, dass man versucht, unterhalb der 5,4 Millionen, deutlich unterhalb der 5,4 Millionen zu bleiben und somit das Standesamt da zu erhalten. Somit hat eine Debatte, die ich sehr interessant fand und die vielleicht auch notwendig war, zu einem Ergebnis geführt, mit dem ich sehr zufrieden bin. Zwei Dinge sind für mich noch in der Zukunft zu diskutieren. Nicht etwa die Frage, ob es mangelnde Aufsicht über die BIG gibt oder was die CDU beantragt, zu fragen, nach welchen Verfahren machen Sie das? Ich bin relativ sicher, erstens wissen Sie das und zweitens, falls Sie es nicht wissen, hätten Sie es im Haushalts- und Finanzausschuss fragen können. Drittens, wenn man das Thema nicht irgendwie hochkochen will, hätte man es in einer ganz normalen Anfrage machen können, dann wäre das auch erledigt gewesen. Es geht also nicht um eine ernsthafte Information, sondern es geht darum, die Dinge hochzukochen. Nein, ich sage ja, ich will Ihnen das nicht vorschreiben. Also Herr Kasten, Sie können gerne fragen, wie Sie wollen, nur die Frage, wie Sie fragen, an welche Stelle Sie fragen, offenbart den Hintergrund dieser Frage. Das ist doch völlig logisch. Die spannende Frage ist, und ich zitiere aus einem Text, der im Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegen hat, Grundlage der Kostenermittlung waren Begehen des Gebäudes ohne jegliche Art von Voruntersuchung oder Bauteilöffnungen. Die angenommene Pauschale für die nutzungsspezifischen Kosten wurde aufgrund der geringen Planungstiefe ohne detaillierte Vorgespräche mit dem Standesamt zu führen beziffert. Das ist zulässig. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dann sind sozusagen die Summe, die da rausgekommen ist, ist sozusagen in den Planungsverlauf, in die Planung eingestellt worden. Dann hat man, alle haben geglaubt, das ist es. Und dann ist sozusagen irgendwann jemand innerhalb richtig geguckt und hat festgestellt, das ist viel teurer. Ich warne sozusagen, ich werbe dafür, dass man sowas möglichst nicht nochmal macht. Also Summen sozusagen in einem politischen Prozess, in die Beschlusslage um Geld einstellt, von denen man relativ sicher ist, dass sie auf ganz dünnem Eis zustande gekommen sind. Das ist nicht Schuld derjenigen, die Summen errechnet haben, sondern das ist sozusagen dem Verfahren geschuldet oder vielleicht auch derjenigen im Haushalts- und Finanzausschuss und in diesem Hause, ja, die sozusagen genommen haben 2,5 Millionen, wunderbares Glück, stellen wir eins, zack, Konjunkturprogramm 2, haben wir ein saniertes Standesamt. Also da müssen wir uns, glaube ich, in diesem Hause ein bisschen an die eigene Nase fassen. Hier ist Politik gefordert, Beteiligungsprozesse so zu organisieren und auch Verfahren so zu organisieren, dass so ein Ding nicht nochmal passiert. Dass wir nicht nochmal öffentlich rausgehen mit einer Zahl, von denen wir hätten wissen müssen, dass sie mit sehr heißer Nadel gestrickt ist. Der zweite Punkt, den ich an dieser Stelle einfach nochmal anweisen will, was auch deutlich wird, wenn wir jetzt die 5,4 Millionen oder die notwendigen Kosten für Sanierung, für bauliche Wiederherstellung und für eine Modernisierung des Standesamtes betrachten, müssen wir deutlich gucken, haben wir in anderen Immobilien in Bremen diesen Standesamtseffekt auch. Also haben wir eine Situation, wo wir aus mangelnder Instandhaltung, fehlender Sanierung Kosten aufbauen, die dann, wenn sie irgendwann, wenn es also wirklich bröckelt von den Wänden oder wenn es sozusagen ernst wird mit einer Instandhaltung, die dann so hoch geworden sind, dass sie sie uns nicht leisten können und daraus ein Privatisierungszwang erfolgt. Dass es in der Tat dann irgendwann wirtschaftlicher ist zu mieten und zu gucken, ob man sozusagen Gebäude nicht verkauft. Das finde ich eine Form von Privatisierungsdruck, der durch mangelnde Instandhaltung aufgebaut wird, den finde ich schwierig.
weil er an der Substanz der Stadt merkt und weil es letztendlich wir Vermögen verkaufen, was dieser Stadt gehört und nicht diesem Hause. Von daher bitte ich sozusagen, werden wir den Antrag der CDU ablehnen, weil ich finde, das ist hier nicht der die Fragestellung hätte anders gestellt sein müssen und die Antworten nützen nichts bei der Lösung des ersten Problems, nämlich der Frage, was hat die Politik eigentlich in der Sache gemacht. Und der Antrag der FDP wollen wir nicht beantworten, der hat sich erledigt, das ist auf diesem Wege und wird diesen Weg gehen, der ist überflüssig. Und ich bin gespannt, wie wir uns möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode der Frage widmen, gibt es dieses Standesamteffekt bei der Frage von öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen Gebäuden auch anderswo und wie teuer wird das für uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.